Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlschrank, einen Haushaltskühlschrank, ein Foodcenter. Da ist der Kompressor kaputt. Hier steht dann frech auf der Türe: Inverter-Technologie, 10 Jahre Garantie. Wenn wir den Kühlschrank hier anschauen, ja, das ist schon ein großer Kühlschrank. Aber das lassen wir jetzt mal. So sieht der Kühlschrank von hinten aus. Hier ist die ganze Steuerung, das ist noch die Abdeckung. Und hier ist das Kompressorfach. Hier ist auch die Abdeckung, die war so drauf. Und hier hat es zwei Kompressoren. Eines ist der Kühlschrankkompressor und das andere ist der Tiefkühler. Und der Tiefkühler ist defekt. Ich habe jetzt hier einen Ersatzkompressor. Der Kompressor ist, ja, ich sag mal, verbrannt. Ist R600A drin, das ist also brennbares Kältemittel, das hat man heute, muss so sein. Und wenn ich dann so hier reingucke, wie viel Staub das hier drin ist, und hier der Wärmetauscher, der zu ist, da wundert mich nicht, dass der nach 10 Jahren den Geist aufgegeben hat. Ja, was mache ich jetzt mit dem Kühlschrank? Hier werden die Schläuche rausgetrennt, da kommt das Kältemittel raus. Das Kältemittel hier ist brennbar, explosiv. Es ist schön. Der Kompressor kommt rein, der alte kommt raus und der neue kommt rein, wird wieder angeschraubt, eingelötet, neu befüllt. Und dann sollte dieses Food Center mit 10 Jahren Garantie wieder halten. Wieso ist jetzt der bei mir? Also Samsung sagt ja, nee, Garantie können wir nicht, weil das ist zwar Garantie, aber wir machen das nicht. Man kann den auch nicht reparieren. Man kann hier den Kompressor nicht ersetzen, obwohl 10 Jahre Garantie steht. Er muss einen neuen Kühlschrank kaufen. Machen noch 5% Rabatt, ich weiß nicht genau was, aber ja. Wenn ich 10 Jahre Garantie gebe, muss ich ja was machen. Jetzt hat der Kunde gesagt, er probiert über Samsung so einen Kompressor zu organisieren. Das ist ein Original Samsung Kompressor, hier steht hier, was das für ein Modell ist. Das ist ein drehzahlgesteuerter Kompressor. Für das haben wir auch hier diese heftige Elektronik drin. Das ist die vom Tiefkühler, das ist die vom Kühlschrank. Und ja, ich wechsle jetzt das aus. Der Kunde hat mir gesagt, er bezahlt, weil ein neues Foodcenter kostet Geld. Er kann darauf, will darauf nicht verzichten, weil das passt bei ihm so in die Küche rein. Punkt. Ich war nicht in der Küche, aber es wird so sein. Wir reparieren den Kühlschrank jetzt in der Winterzeit. Im Sommer haben wir keine Zeit für solche Spielchen. Dann wird hier rausgeputzt, weil das solltet ihr regelmäßig machen. Kann ich euch am Endkarten-Video verlinken, weil wenn hier alles dreckig ist, braucht das Gerät mehr Strom. Und der Strom ist ja teuer, der kostet. Und einfach Strom brauchen, weil es dreckig ist, macht keinen Sinn. Ja, das ist dieses tolle Foodcenter. Ich mache euch hier einen Link vom Kühlschrank aus dem Zweiten Weltkrieg. Und hier auch so einen alten Kühlschrank, der ist zwar nicht ganz so alt, der ist nur aus den 60er Jahren. Man kann alte Geräte reparieren, wenn man will. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.